Hey Leute, willkommen zurück zu Elex. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, denn wir gehen gleich weiter und lernen die Kuppelstadt kennen. Indem wir einfach weiter hier den Mordfall untersuchen mit Duras zusammen und erstmal den Rock aufsuchen, so heißt der Kerl. Nicht The Rock, ohne Artikel bitte. Wir haben nur Berserker-Zutritt, die diesem Weltenherz zugeteilt wurden. Okay, Schnoddermann, dann ist das halt so. Will ich mich so auf? Warte mal, ich will was gucken. Wenn das geht. Warte mal. Was haben wir denn da? Da ist ja was. Guck mal. Ist das ein Bogen? Ist das ein Bogen? Ein Jagdbogen. Und jetzt ist er mir. Warte, ich geh mal ein Schrittchen. Da liegt noch was auf dem Tisch. Das ist ein gelber Stein mal wieder. Kann ich doch bestimmt auch miteinander kombinieren irgendwann, ha? Aber der darf mich nicht erwischen. Es gibt Ärger. Amulett des Dienstleisters. Interessant. Kleiner gelber Stein. Komm, ich glaube, es reicht. Da liegt nämlich noch was da vorne, aber... Während andere dich beobachten, ist ziemlich sinnlos. Ich schleich doch nicht darum. Was denkst du? Gute Frau. Was denken sie? Warte mal, was macht da der Ring? Warte, das Amulett. Taktika plus 1. Missionen geben mehr Erfahrung. Ja, das ist doch super. Dann kann ich halt aus Schlösser knacken erstmal. Ich kann ja auch wechseln, ne? 45... Okay, gut, der hat 34, aber... Alter Schwede. Ich bin halt die ganze Zeit auf Nahkampf und Fernkampf ist eigentlich mal so der Shit. Entschuldigung, das ist halt ziemlich gut, ne? Alles klar, aber jetzt kriege ich auch noch mehr Erfahrung. Das ist super. So, und jetzt soll mich nach Rock umschauen. Mache ich doch gerne, weil ich möchte auch gerne mal wissen, wer das war. Ich habe ja letzten Part schon so meine Vermutung geäußert. Ich weiß nicht, Duras war auch bei der Prüfung... zugegen. Der hat daran teilgenommen mit seinen anderen Kollegen hier, mit den anderen Berserkern. Und das hat er mir, glaube ich, verschwiegen. Ich weiß es nicht, ob er mir es irgendwann erzählt hat. Aber es ist natürlich auch so, dass er verdächtig ist, was den Mordfall angeht, oder nicht? Nur weil er jetzt die Ermittlungen leiten muss. Übrigens muss. Er hat es ja nicht freiwillig gemacht, glaube ich. Heißt das nicht, dass er der Unschuldige ist? Und vielleicht will er eigentlich nur seine Unschuld... Ich bin paranoid vielleicht, ich weiß es nicht. Wir warten mal ab, was passiert. Oh nö. Die fressen halt die ganze Zeit irgendwelche Viecher. Guck mal. Diese Hornwölfe. Ich hoffe, das lässt mich in Ruhe, Kumpel. Ich laufe gerade total falsch, oder? Nee. Oh, da... Guck ich das mal an. Wow, das ist die Kuppelstadt. Das ist ja mal Hammer. Das ist ein Gebäude. Ich kann halt nicht anders. Ich bin ein Eichhörnchen mit zu viel Kaffee, Koffein. Oh. Oh nein. Seid ihr nicht so ekelhafte, knallharte Viecher hier? Kommt halt immer darauf an. Man kann schwer einschätzen, wie stark die sind. Jetzt vom Aussehen her, weiß ich nicht. Natürlich, Schleimdrakon, Totenkopf. Erstmal gut sein. Erstmal die... Ist da überhaupt eine Straße irgendwo? Oh, schon wieder. Hallo. Oh, der geht. Los geht's! Der geht sogar. Achso, du raus, komm. Oh nein, bitte dich, mich. Bitte dich auf mich. Ah. Bam, bam, bam! Ich finde diesen Finisher übrigens sehr super. Oh, ne, ne, ne. Man macht halt echt nur mit dem Finisher viel Schaden. Der Rest ist nicht so effektiv. Boah. Oh, nee, was? Was zum Geier? Der schafft es so nicht. Was ist mit dir los? Oh, scheiße. Okay, ich sag nichts. Ich werde auch gleich geflatscht. Das ist so gut. Das gefällt mir tausendmal besser als die Axt, Mensch. Warum habe ich die nicht schon früher? Na gut, ich hatte nicht den Skill. Ich weiß. Wart euch das. Ja, okay. Nee, aber was so eine Waffe schon ausmachen kann. Weil das halt dreimal am Ende schlägt. 30 gibt es? Was hat denn jetzt das Fleisch gegeben? Das habe ich leider nicht im Kopf, aber...
Vielleicht auch durch diese Skillen gibt es jetzt alles so viel, oder? Oh nein. Ist das? Oh, immer speichern, ihr wisst Bescheid, ne? Ist hier irgendwo eine Straße oder sowas? Ach, da vorne ist der... Ah, da muss ich zu Rock, aber ich will jetzt erst einmal... Oha. Das ist so verwahrlost hier. Oh, und die Truhe. Ist das die Minus? Ich wollte gerade sagen, ich habe ja kein Schloss knackt. Hä? Okay, ich habe keine Schlossknackfähigkeit, aber ich kann das öffnen, trotz allem. Eine Schlachterhose, so. Schachter, wow, ich habe jetzt Schlachter. Das wäre lustig. Einfach Holzpfeil, ja komm. Alles mit. Alles mitnehmen, einpacken. Oh, es ist... Ich dachte, das wäre was Besonderes, aber nö. Schade. Ach, hier ist ja doch eine Straße. Ey, was hast du... Warum bist du Wolverine? Was hat der für ein Charge hier? So ein Lanz? Oh nö. Muss halt auch alles treffen, diese Kombo, das ist ziemlich gut. Bam. Oh nein, nee. Der letzte oder einer trifft nie, ne? Oh, guck mal, wie gut das ist. Macht mich halt auch ein bisschen angreifbar, aber es ist trotzdem geil. Diese Combo. Das schon wieder. Ist das schon wieder ein Alp? Auf dem kann ich den Hintern versohlen. Das ist immer so schwer abzuschätzen, wie stark die sind. Ey. Nein! Hau ihn! Und ich hab wieder keine Ausdauer. Geh weg. Oh. Komm raus, mach den Rest bitte. Jawoll! Es klappt doch mittlerweile. Also gegen so Popelviecher komme ich ganz gut klar. Ich könnte fast schon alleine eine Ratte töten, wenn man so davon ausgeht. Oh, nicht, dass er jetzt aggro wird. Na komm. Na komm. Ich helfe dir. Beste Ratte. Würde ich lieber um die andere. Oh, guck mal, wie ich die abziehe hier, die Sau. Bisschen nass mache. Guck mal hier, bam, bam, bam. Es macht Spaß. Jetzt macht es endlich mal richtig Spaß, das Kämpfen hier. Weil ich nicht sofort sterbe, sobald mich alle mal anfurzt. Ich meine, du Rast schafft das wohl immer noch, weil das ist unglaublich. Sag ich Fleischfresser, ne? Naja, der ist, scheint aber nicht... Der ist nicht feindlich, oder? Oh nein, oh nein, nein, nein. Hör auf. Die Bestie von Xarkor. Oh. Ich hatte mich bereits gefragt, wann ich dich wiedersehe. Auch wenn dein Gesicht ein wenig zu viel Farbe abgekriegt hat. Sind wir uns schon mal begegnet? Nicht persönlich, aber wir alle kennen deine Verdienste. Und ich habe deinen Absturz beobachtet. So wie es aussieht, bist du jetzt vogelfrei. Warum bist du nicht bei deiner Patrouille? Unsere Schicksale sind sich sehr ähnlich. Auch ich bin jetzt ein Abtrünniger und muss einen neuen Weg finden, meine Bestimmung zu erfüllen. Ich dachte schon, das ist unsere Kampfansage, weil er sagt, du bist vogelfrei. Jetzt hau ich dir auf die Schnauze. Warum bist du kein Soldat mehr? Warum bist du kein Commander mehr? Touché. Mein Auftrag verlief, sagen wir, unprofessionell. Also wurde ich exekutiert. Jedenfalls fast. Dann hat dein Henker bei seinem Auftrag wohl auch versagt. Hm. Kann man so sagen. Und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Also warum wurdest du ausgestoßen? Ich habe mir zu viel Zeit beim Essen gelassen. Hm. Okay. Okay. Und weiter?
Wir sind überrannt worden. Und ich war nicht dabei. Als ich dazu kam, war der Kampf bereits vorbei. Jetzt wollen sie meinen Tod. Das ist schon ein bisschen bescheuert, ne? Ein hoher Preis für ein solches Vergehen, absolut, aha, ja. Ein hoher Preis für ein solches Vergehen. Ich habe die Situation falsch eingeschätzt. Aber ich habe daraus gelernt. Jetzt muss ich mich darauf konzentrieren, meine Verfolger loszuwerden. Wer macht da die Befehle? Oder wer gibt die Befehle? Ich meine, was ist das für ein Arsch, wenn man da sofort exekutiert werden soll bei jedem Mist? Wahrscheinlich, wenn du mal falsch auf Klo warst, musst du auch exekutiert werden, oder wie? Wenn man falsch abwischt oder... Ich weiß ja nicht, was ist mit denen los? Gehörst du zu den Separatisten? Das ist zu extrem. Einfach. Ich kann ihre Überzeugungen nicht teilen. Die Separatisten zweifeln alles an, wofür wir stehen. Sie lassen es zu, dass ihr Verstand durch Gefühle beeinflusst wird und stellen sich gegen unsere Rasse. Ich glaube nach wie vor an den Hybriden. Auch wenn ich von nun an auf der Flucht bin. Du merkst aber schon den Widerspruch an sich, ne? Was ist dein Plan? Ich will die Köpfe derjenigen, die mich tot sehen wollen. Eine Zeit lang habe ich als Kybernetiker im Eispalast gearbeitet und dabei ein neues System zur Kontrolle von Nervenbahnen entwickelt. Mit dem richtigen Werkzeug wäre ich so in der Lage, den Toten ein paar Geheimnisse zu entlocken. Bislang konnte ich diese Methode nicht testen. Das würde ich gerne nachholen. Das erinnert mich jetzt irgendwie direkt an Observer. Ich weiß nicht, ob das... Ist das... ich weiß es nicht. Ist das überhaupt in Ordnung, sowas? Ist das ethisch korrekt? Was klingt zumindest interessant. Klingt hochinteressant. Ich wusste, dass es deine Aufmerksamkeit wecken würde. Ich würde mein Wissen mit dir teilen, sofern du mein Vorhaben unterstützt. Du willst, dass ich dir das richtige Werkzeug bringe? Nein, um das Werkzeug habe ich mich selbst gekümmert. Ich will, dass du mir ihre Köpfe bringst. Und warum sollte ich das tun? Weil du die Bestie von Xarkor bist und sicher einen Weg findest. So könnten wir zwei Probleme auf einmal lösen. Ich werde nicht länger verfolgt und du kannst an meiner Genialität teilhaben. Außerdem biete ich dir meine Kampfkraft an. Ja genau, das habe ich mir gedacht, weil immer wenn sowas kommt bei Charakteren von wegen respektiert dich, mag dich nicht, dann sind es doch Begleiter, oder nicht? Okay, aber warum, er will sich doch rächen, warum soll ich das dann übernehmen? Das ist doch Quatsch. Rache ist doch was Persönliches. Du kämpfst für meine Sache und ich besorge dir die Köpfe deiner Verfolger. So sei es. Unsere gemeinsamen Erkenntnisse werden sicher so manche wissenschaftliche Neugier stillen. Wo ist unser Treffpunkt, wenn wir getrennt werden? Es gibt da einige Ruinen westlich von Goliath. Verstehe. Finde ich. Okay, aber ich meine, was macht er denn, wenn... Was machen wir überhaupt? Oder was passiert, wenn wir jetzt mit ihm nach Goliath kommen? Er ist halt ein Alp, ne? Ich meine, guckt ihn euch an. Generell schon, dass mit Falk da nicht wirklich viel los war, dass sie da nicht sagten, oh, guck mal hier, ein Kleriker, tötet ihn. Den Ketzer. Ich weiß ja nicht. Erzähl mir mehr über dein Leben bei den Alps. Wenn ich nicht auf Patrouille war, habe ich die meiste Zeit im Labor verbracht. In den Abendstunden habe ich meist mit neuen Zubereitungsmethoden von Nahrungsmitteln experimentiert. Nahrungsmittel? Du meinst, du hast gekocht? Das klingt so banal. Ich verstehe es mehr als eine Kunst. Das vermisse ich am meisten. Zeit und Raum für mehr Ästhetik beim Speisen. Warte mal, das hat doch auch was mit Gefühl zu tun, wenn man so ein Schönheitsempfinden hat oder... Was für Kunst, das ist alles Emotion eigentlich. Du kannst doch Kunst nicht emotionslos... Tja, ich weiß nicht, ne? Das klingt anormal für einen Alp. Anormal ist es, sich den Ressourcen und Möglichkeiten zu verweigern, die wir haben. Dass die Hinterwäldler aus dem Süden das nicht einsehen, ist kein Wunder. Von dir erwarte ich allerdings mehr. Eines Tages werde ich ein wahres Kunstwerk zubereiten. Das wird meine kulinarische Krönung. Okay, vielleicht kann ich was von ihm lernen. Also jetzt kein Hate-Kumpel, aber du bist so ein bisschen komisch für einen Alp, oder? Wir sind deine Verfolger. Es handelt sich um drei Alp-Commander, die sich auf den Weg gemacht haben, mich zu finden.
Der erste ist Bartox. Er patrouilliert im Süden von Xakor und will verhindern, dass ich zurück in den Eispalast komme. Der zweite ist Pollux, der meine Spur im Westen von Abessa verloren hat. Und der dritte ist Tiras, der an der Grenze zu Ignaton auf mich wartet. Speicher dir ihre letzten Aufenthaltsorte am besten in deinem Adjutor. Und noch eine Sache. Du solltest die Leichen besser verschwinden lassen, um die Aufmerksamkeit der Alps nicht zu erregen. Esse ich einfach. Ich soll 3 Alp-Generäle erledigen. Oder Hauptmänner oder was auch immer. Ihr gerade gesagt, ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich muss immer noch darauf klarkommen, dass ich irgendwelche hochrangigen Alp erledigen soll. Und ich habe jetzt nicht mal die Chance gegen irgendein Viehzeug, was da rumgrößt. Du bist lustig, Mann. Keine nennenswerten Verletzungen. Unsere Soldaten scheinen nur noch sporadisch in den Ländern der freien Menschen aufzutauchen. Irgendetwas hat sich im Eispalast getan, seit ich dort weg bin. Schwer zu sagen, was. Na gut. Großartig. Großartig. Ich mach jetzt erstmal mit Duras weiter, bis wir hier fertig sind. Bis der Mordfall aufgeklärt ist. Ich glaube, Arx noch sein Zeug. Ich finde ihn jetzt nicht unsympathisch. Okay, er ist halt ein Alp. Oder denkt, er wäre einer. Was aber total hirnrissig ist, weil die wollen ihn ja kalt machen. Ich wollte jetzt persönlich keiner Fraktion angehören, die mich tot sehen will. Nur mal so. Das ist irgendwie ein bisschen widersprüchlich. Aber ich meine, das ist wohl sein Ding. Und er kocht gerne. Das macht ihn allerdings wiederum nicht unsympathisch für mich, wisst ihr? Es ist immer so ein Für und Wider, sag ja. Peng, peng, peng. Dieser Schlag, er ist so gut. Es ist einfach der Himmel. So, und jetzt gehen wir aber zu Rock. Rock. Oh, die Kuppelstadt. Ich will die Kuppelstadt sehen. Das sieht aber irgendwie, ich weiß, das ist halt alles sehr technisch. Das sind doch bestimmt nicht die Berserker, die das Ding leiten, oder? Die den Laden hier schmeißen. Ich habe noch nicht so ganz den Überblick. Was ist was und wer gehört zu wem? Und im Endeffekt mögen sich dann doch die Leute wieder, oder was? Ich meine, im Kontext vom Spiel ist es natürlich logisch, dass die uns nicht sofort massakrieren, wenn wir jetzt mit Arx wahrscheinlich ins Lager kommen oder mit Hulk. Obwohl die offensichtlich keine Berserker sind und sogar eigentlich genau zur Gegenseite gehören fast. Aber es ist halt doch ein bisschen befremdlich. Wenn die da nichts gegen haben, einfach die Leute. Aber ich glaube auch, um alle Eventualitäten hier einzuprogrammieren, ich glaube, dafür hat man halt nicht die Mittel, ne? Ja, mach doch. Das bisschen Ausdauer hätte es jetzt auch noch gehabt. Yes. Wie viel Zeug ich finde mittlerweile. Sehr gut. Wo ist der olle Rock? Oh. Mhm, da ist er. Oh, guck mal hier, was wächst denn da schönes alles. Ein ominöser, schon wieder? Habe ich da schon mal einen gefunden? So ein, okay, das ist wohl immer derselbe, ha? Huh? Köpfe müssen rollen. Och Gottchen. Ach, guck mal, da ist doch einer direkt hier oben schon. Die sind gar nicht so weit auseinander, aber ich schaffe das eh nicht, Leute. Ich sage euch das. Oh, ich habe es gewusst, dass das bestimmt was zum Aufsammeln ist, die Seerose. Ah, gibt es hier ein paar Kräuter, die ich klauen kann? Ja, hier. Hat keiner was gegen, ne? Trampel einfach übers Feld, weißt du? Trampel durchs Getreide, ich trampel durch die Saat, hurra, ich verblöde, für uns bezahlt der Staat. So. Kennt er? Ja. Kennt jeder. Okay, alles mitnehmen. Die wissen nicht mal, wofür sie das brauchen. Wahrscheinlich ist Klopapier auch Technik für die und die wischen sich den Arsch mit Blättern. Weil alles andere ist böse. Oh, starke Energie. Achso, ich dachte, das wäre ein Plan. Guck mal. Das ist teuflisch. Vor der Toilette einfach mal das Klopapier klauen. Weißt du? Und so kommen die schlimmsten Situationen, die eigentlich überhaupt denkbar sind, zustande. Fehlendes Klopapier. Glaubt mir. Das gibt Krieg, wenn das jemand mitkriegt. Ach, da ist ja ein Teleporter, stimmt. Ich bin gerade immer noch so ein bisschen am Überlegen, wie ich das für... Oh, Fiona.
gerade überlegt, wie ich das machen würde, wie ich die hier so ein bisschen trieze und ärgere. Die wird mich alle hassen, aber irgendwie ist ja doch ganz witzig. Oh, ich kann da nichts machen, Fiona. Ich will jetzt auch keine Gräber schänden. Wenn ich es ausbuddeln kann, würde ich es natürlich machen, weil da Sachen drin sind, aber in Wirklichkeit würde ich das niemals machen. Macht mal wirklich nicht. Pfui, Leute. Es gibt Streicher und es gibt was macht man nicht. Ich will es halt nur klar machen, wenn ich das nämlich irgendwann mal machen kann, hier Gräber ausbuddeln. Ich das alles sage, guck mal, der Bruger, ne? Nein, nein, nein. Ich weiß, so seid ihr nicht, aber Sicherheit ist besser. Es wird ja schon wieder Abend. Ich habe doch gerade erst gepennt. Was ist denn los? Hallo Rock, ich rede gleich mit dir. Du Knecht. So. Es hört sich an wie quietsch, wie so bremsende Züge, aber... Spar dir das Geschleiche, wenn du keinen Ärger willst. Ich mach das einfach. Ich darf das, ja. Sag mich hier keiner beim Clown erwischt, ist alles cool. Langsam mal die besten Freunde, ne? Ohne Schlüssel wird das nichts. Oh, wie? Schlüssel? Das ist ja doof. Ich kann leider noch keinen Taschendiebstahl. Wenn du keinen Ärger willst. Hallo, lass mich das mal machen. Oh, ich bin so gut, ich muss einfach nur mit dem Rücken dahin hinschauen oder nicht mal. Blutiger Burger? Hört sich ja köstlich an. Um ehrlich zu sein, esse ich gerne Steak, aber Burger möchte ich dann doch bitte immer so, wenn es geht, durch, ne? Hast du dir in die Hosen oder warum läufst du so geduckt? Ich hab schon. Sorry, aber ich hab schon. Was? Ich glaube, das Klopapier ist Essbesteck und was nicht alles. Die müssen mich hassen. Die müssen einfach. Hey, ach, das ist Rock. Was gibt es Neues aus dem Süden? Du meinst Edan? Nein, ich rede von dem richtigen Süden. Die Wüste Tavar natürlich. Hm. Stimmt ja, ich hatte die andere Quest markiert. Was interessiert dich die Wüste von Tavar? Die Scheiße hier hängt mir zum Halse raus. Berserker, Kleriker, allesamt in denselben Sack mit ihnen. Gesetze, Gebote und Verhaltensregeln. Ich sag dir was, scheiß auf die Regeln, scheiß auf Gesetze, scheiß auf die Berserker. Die Outlaws in der Wüste sind das einzig Wahre. Oha. Du wärst lieber ein Outlaw? Ja, Statement. Auf jeden Fall. Die wissen, wie man in Freiheit lebt. Der Job eines Setzers ist das allerletzte, sag ich dir. Es gibt noch so viele Dinge, die ich gerne sehen will. Doch leider stecke ich hier fest. Na gut, dann. Du würdest die Reise sowieso nicht überleben. Da hast du sogar recht. Das Problem ist einfach, dass mir die nötige Ausrüstung fehlt. Trockenfleisch, Wasser und eine entsprechende Bewaffnung. Ohne das Zeug habe ich schlechte Karten. Oder... Du gehst einfach zum Weltenherz. Der Berserker Astor ist ermordet worden. Echt jetzt? Wow, das ist krass. Wie ist das denn passiert? Krass. Das ist aber krass. Du warst vor 3 Monaten nicht zufällig in der Nähe von Goliath? Pah, das Kaff habe ich ja schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. War immer auf der scheiß Farm, wo sonst. Und einfach alleine da raus in die Wildnis? Vergiss es. Dazu fehlen mir noch ein paar mehr Fähigkeiten im Kampf. Naja, gut, dann... Du kanntest Asko? Ja, wir sind etwa im selben Alter und haben als Kinder oft am Mana-Schrein in der Stadt zusammen gespielt. Kann noch kaum glauben, dass er jetzt tot ist. Hört sich auch sehr traurig an, finde ich. Ich nehme an, du warst schon öfter im Wald vor Goliath. Manchmal. Wir mussten aber immer aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Wegen des dämlichen Gesetzes der Berserker und so. Idioten. Als ob man die Leute auf Dauer in der Stadt einsperren könnte. Nie darüber nachgedacht, Krieger zu werden? Mann, dafür müsste ich erstmal lesen können. Die lassen einen gar nicht weit die Karriereleiter rauf, wenn du nicht lesen kannst. Askor war derzeit der einzige von uns Setzern, der lesen konnte. Darum war er bei denen auch so hoch angesehen. Ich finde immer noch, es wird heutzutage auch, man ist sich gar nicht im Klaren darüber, wie wichtig das ist, dass man lesen und schreiben kann. Bin ich, also man muss sich das jetzt mal vorstellen, wenn die das... Wenn das bei denen auch so ein Privileg ist, dann... Ne? Trägst du eine Waffe? Klar, ein Schwert und eine Knarre. Klein, aber mein. Du bist auf jeden Fall nicht der Mörder von Askor. Scheiße, nein!
Wie sollte ich das denn auch angestellt haben? Ich habe monatelang auf der Farm gearbeitet, ohne irgendetwas anderes zu sehen. Eben. Eine Knarre? Torgal braucht dich beim Weltenherz. So? Und wenn ich keine Lust mehr habe, herumkommandiert zu werden, soll er sich doch aus Goliath ein paar gesetzestreue Typen rankarren lassen. Mein Weg führt mich in die Wüste, sobald meine Reisevorbereitungen abgeschlossen sind. Hm, okay. Was ist mit der Eskorte passiert, die dich zum Hof begleiten sollte? Ich gebe dir einen Tipp. Viele Klauen, viele Zähne, viel Blut. Konnte meinen Hals noch rechtzeitig aus der Schlinge ziehen und bin zum Hof gerannt. Ihre Kadaver verschimmeln sich ja irgendwo in der Nähe oder liegen den Biestern schwer im Magen. Keine schöne Sache, das. Aber ihr Opfer hat mir den Arsch gerettet. Ja gut, verschimmeln. Ich meine, verwesen ist eher das. Der Klugscheißer hier, ne? Wegen der Sache mit dem Weltenherz. Ja? Ach Mann. Soll ich Torgal sagen, dass du nicht mehr für ihn arbeiten willst? Darauf kommt er schon von alleine, wenn ich erst einmal außer Reichweite bin. Dieses verdammte Gemüse ist jetzt nicht mehr mein Problem. Also behellige mich nicht mehr damit. Ich sage oh Mann, weil ich die Persönlichkeit noch nicht habe, um ihn zu überreden. Ich besorge dir deine Überlebensausrüstung. Du würdest mir eine große Last von den Schultern nehmen. Also pass auf, Wasser und Fleisch sollten für dich nicht das Problem sein, du kommst ja herum. Aber als Waffe brauche ich etwas, das Eindruck schindet. Oberhalb dieses Gehöfts gibt es noch einen weiteren Hof. Dort lungern ein paar Outlaws rum. Und wo die sind, sind auch Waffen. Das finde ich schon mal sehr cool. Dein neuer Outlaw. Ach, ich weiß ja nicht, ob der da so glücklich wird. Das ist voll die Pfeife. Wenn er meint, Ausrüstung hilft ihm weiter. Na gut, dann bitteschön. So, wie gesagt, ich bin nicht so der Nachtmensch hier im Spiel zumindest. Generell, ja. Oh, er schläft immer auf dem Bauch hier. Aber man sieht hier so wenig und ihr seht vor allem wenig, das möchte ich nicht. Gut, erstmal. Oh, komm mal. Ihr habt Fleisch für mich gemacht zum Frühstück. Ach, das ist ja furchtbar lieb. Was? Ich wollte gerade was kochen. Erstmal woanders hinstuhlen, Kumpel. Oh, blutiger Burger. Das habe ich ja noch gar nicht. Hier, what? 180 Gesundheit. Je blutiger, desto besser. Geil, ich brauche nur Brot und rohes Fleisch. Ist das denn Drüsen? Oh, ich habe endlich eine Drüse gefunden. Jeder weiß, dass Medizin nicht schmecken darf. Genau. Gibt 20 Giftresistenz und Gesundheit sogar. Richtig gut. Ich glaube, ich werde mal nicht alles Fleisch. Ist ja echt egal, oder? Ich finde sowieso ständig neues Fleisch. Das kann ich mir auch ganz günstig irgendwo einkaufen. So, perfekt. Nee, gut, dann. Er will also nicht mehr Berserker, was ich irgendwie auch nachvollziehen kann, aber muss man das gleich so. So plump kundtun, dass du die so kacke findest. Diese Saubande. Das sind die Leute, die auf Arbeit immer rummeckern, wie blöd sie das hier finden. Und so, ich mach nächste Woche krank. Ich komm nicht mehr. Warum machst du nicht einfach? Es macht keinen guten Eindruck, wenn man das rumposaunt. Nur mal so. Schachter oder Jägerhose? Ich weiß nicht. Wert Rüstung oder steht nur Rüstung? Habe ich kein Rüstungssymbol? Das finde ich aber doof. Hier sieht der besser aus. So, mit so Schaftstiefeln. Na komm, ist egal. Ist er nicht. Der nicht, Lifestyle Edex. Okay. Ist das da oben wieder gefährlich? Wahrscheinlich, ne? Es ist immer gefährlich, sagen wir mal ehrlich. Und ich habe wieder genug Punkte. Ah, jetzt soll ich echt mal überlegen, ne? Ich finde, Nahkampfwaffen wären schon ziemlich geil. Aber das kann ich ja jetzt schon. Ich habe aber nur einen Lernpunkt. Das finde ich wiederum... Ich könnte Goldschmied lernen. Nein, kann ich nicht. Aber doch. Bücherwurm Praktiker. Hier, genau. Habe ich ja. Da muss ich den Skill jetzt gar nicht lernen, sobald, also solange ich das Amulett trage. Eigentlich müsste ich es ja nur anziehen, bevor ich die Quest abgebe, oder nicht? Das wäre eigentlich das ganze Geheimnis hier. OP, Advokat, Tier von Attribut. Ich möchte das gerne. Aber das kann ich nicht, weil das reicht nicht. Werde ich denn noch vielleicht hier? Sechster Sinn. Na, das ist alles so Endgame-Kram wahrscheinlich, weil ich da so viele Punkte für brauche. Was kann ich denn an Waffen jetzt bald tragen, wenn ich die skille, die Sachen, die ich brauche, oder? Ja, hier zum Beispiel. 5 Stärke für das Beil, aber da ist der Finisher wahrscheinlich nicht so toll. Geschicklichkeit.
Es hat Vergleichswert, es hat weniger, aber... Stärke, Geschicklichkeit, wie immer. Es ist halt so geil, eigentlich ein Giftschwert zu haben, oder? Das ist schon der Hammer. Ich nehme mal 2 in Stärke, glaube ich, den Rest in Geschicklichkeit, dann sehen wir mal weiter. Ja, ich weiß, das Beil hätte ich jetzt machen können, aber... Sagen wir mal ehrlich. So Richtung Stärke, glaube ich, ist... Komm, scheiß drauf, ich lade es nochmal. Ich will doch das Beil jetzt mal nehmen. Dann habe ich hier... Oh nein, komm, was habe ich hier gespeichert? Das weiß ich jetzt leider nicht. Vielleicht habe ich zu weit vorne gespeichert. Vor 3 Minuten, ist okay. Das habe ich jetzt echt nicht bedacht. Aber gut. Dann möchte ich doch das Beil, glaube ich, lieber. Was braucht jetzt halt 2 Punkte? Damn shit. So, aber ich habe jetzt +7. Nehmen wir, passt. Ey, nicht machen. Ja, cool. Achso, ich wollte noch die Quests markieren. Jetzt bin ich gerade so ganz dödelig wieder. Weil ich halt alles neu, alles anders jetzt. Aber es geht voran. Es geht definitiv steil voran. Und ich glaube, irgendwann sind wir halt echt sehr mächtig mal wieder. Das ist halt immer so. Irgendwann haben wir genau das, was wir brauchen. Und dann sind wir halt der krasse Typ. Mit hier, ne, haben viel Einfluss und viele Begleiter, die uns helfen. Genau, Rock ist der, genau. Spur ist verschwunden. Das hier? Nee. Das war Stormson. Aufbruch zu fernen Ländern. War das nicht hier irgendwo in der Nähe sogar? Ach, das ist ja hier. Das Relikt. Das ist die Kuppelstadt. Aber ich habe jetzt auch alle befragt. Also könnte ich theoretisch bald den Mordfall lösen, denke ich jetzt mal. Und was mache ich denn dann? Achso, ich könnte vielleicht mit Duras mal reden. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man hier... Oh ja. Zeige ich, wie man hier richtig kämpft. Hoffe ich doch, weil die nicht wieder Totenkopf sind. Okay, na, das ist doch blöd. Jetzt habe ich extra eine neue Waffe. Und kann sie immer noch nicht einsetzen, weil die Gegner wieder Totenkopf sind. Ja, du rast sehr... Jeder ist sich selbst der Nächste, weißt du Bescheid. Ne? Entweder kommst du mit oder nicht. Ach, da ist ein... Oh nein, da bin ich hier ganz falsch. Oh, eine Wanze. Feldassel. Nennt euch Fleischwanzen. Sehr gut. Habe ich da auch eine größere Ausbeute? Nee, ne? Nein, da ist wieder was Fieses. Warte. Ist das auch ein Teleporter? Ja. Und da kann ich wahrscheinlich auch hochfliegen jetzt. Du warst, kommst du mal? Ach du Scheiße, das sind die. Das sind wahrscheinlich die Epic-Raptoren. Guck mal. Alter, die haben irgendwelche Hörnchen. Was? Wie sieht der knuffig aus? Ach ja, das sind Steinklauen. Naja. Einfach mal drauf schießen. Alter. Oh! Ach ja, gut. Das ist cool. Nein, dreh dich doch mal hin. Oh, du Sau. Jetzt mal ein paar Konserven, ja? Oh, der ist schon... Ist er down? Nee. Ah, wieder der Angriff. Oh, ich könnte das... Es ist machbar. Wenn ich jetzt nicht tot wäre, wäre es machbar. Oh nein. Ich lasse es mal. Ach Kinder, das werden wieder diese stundenlangen Kämpfe, das möchte ich euch nicht jedes Mal. Nee. Da lieber hier ganz stylisch einfach mal die Wand hochfliegen, das finde ich besser. Na? No? Ist besser. Oh, komm schon. Ah! Wie es halt gerade reicht. Na komm. Würde ich wirklich gerne mal wissen. Ich meine, wir können diesen einen Jetpack-Schlag, aber können wir auch länger fliegen irgendwann? Habe ich ein paar Mal jetzt gesagt und ich weiß. Dieses Fragen, das stört vielleicht. Mich stört es zumindest, dass ich nicht weiß, ob das so ist.
Lass uns nicht zu lange in der Stadt bleiben, okay? Das Ding sieht aus, als würde es uns auf den Kopf krachen. Was, die Kuppelstadt oder meinst du hier das? Ey, da ist doch schon wieder das im Busch, wenn er sowas sagt. Da sind wieder starke Gegner, ne? Und eine Vogelscheuche ist hier auch. Ich quatsch mal mit ihm. So. Der Mord. Ein Wort zum Mord an Askor. Wir haben alle verhört. Varin kann es nicht gewesen sein. Askor war sein bester Freund. Ich sehe keinen Grund, warum Varin ihn hätte töten sollen. Tja, das ist eigentlich wahr. Ich habe auch nicht wirklich daran geglaubt, dass Varin jemanden einfach so umbringt. Für sowas ist er viel zu faul. Vielleicht habe ich mich doch getäuscht. Ich habe ja erst ihn noch ein bisschen in Verdacht gehabt, aber... Thorgal hat Angst vor tiefen Wäldern. Unwahrscheinlich, dass er eine Leiche gerade dahin verschleppt haben soll. Das stimmt. Das hätte ich mir auch gleich denken können. Rock hat ein wasserdichtes Alibi. Er hat Askor nicht getötet. Dabei hatte ich ihn am meisten in Verdacht. Du hast mit Askor zusammen die Prüfung angetreten? Wir haben zwar zur selben Zeit die Prüfung abgelegt, aber ich habe ihn kaum gesehen. Zu der Zeit hatte ich genug mit meinen eigenen Aufgaben zu tun. Das ist alles Zeitverschwendung. Eure Verdächtigen sind allesamt unschuldig. Das glaube ich nicht. Einer von ihnen muss es gewesen sein. Und wer soll das sein? Jemand, der noch vor ein paar Tagen in Goliath war. Warum? Ja, du. Vertrau mir. Ich bin mir sicher, dass ich recht habe. Du warst in Goliath. Varin sagte, er wäre noch vor ein paar Tagen in Goliath gewesen. Aha, siehst du, ich habe es doch gewusst. Dieses miese Schwein. Langsam. Das ist noch kein Beweis. Der Kerl hat was zu verbergen, da bin ich mir sicher. Wo hält er sich am liebsten auf? Ich habe ihn im Wald getroffen, aber er sprach auch von seiner Lieblingsstelle am Aufzug ins verbotene Tal, in der Mitte von Nidan. Da ist es. Da versteckt er seinen Schandfleck. Wie Schandfleck? Als hätte er da vollgeschissene Buchse oder sowas? Was soll da sein? Die Mordwaffe? Möglicherweise. Oder noch etwas Schlimmeres. Weiß auch nicht, wie ich das darauf kam, aber es ist halt... Weiß ich auch nicht, er sucht jetzt irgendwie ganz verzweifelten Verdächtigen oder was? Was hat Varin vor ein paar Tagen in der Stadt gemacht? Ich werde es dir erklären, sobald wir den Beweis in der Hand haben. Ich finde das alles ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, ne? Warum? Warum sollte er uns dann hier auf der... Warum sollte er uns dazu anstiften, ihm zu helfen? Varins Lieblingsbrücke und dessen Umgebung also. Wir werden sehen, ob an deinem Verdacht etwas dran ist. Ja, aber warte. Egal, was du dort findest, bring es erst zu mir und öffne es nicht, okay? Warum? Ja, und genau das... Vertraust du mir nicht? Ich fürchte, es würde deinen Tod bedeuten. Tatsächlich. Ich warne dich. Tu, was ich dir sage. Vertraue mir einfach, okay? Na, okay. Ja, das ist gut. Ganz ehrlich, du bist so verdächtig gerade, Duras, und ich habe keine Angst vor dir, nur mal so. Wir müssen ich habe keine Angst vor dir. Viele Zivilisten gelebt haben. Oh, da sind ja Leute. Nee. Also. Nee, ihr seid keine Leute, ne? Ihr seid Outlaws. Nee, das mir geht's nicht ich so. Ja nicht. Nee, glaube ich auch nicht. Was ist hier los? Wer seid ihr denn? Sei lieber leise. Nein, ich schreie jetzt hier die ganze Zeit rum. Willkommen im Lager der Unreinen, wo sich die armen Seelen treffen, die diese stinkenden Kleriker nicht in die Stadt lassen. Ist hier der Great Unclean unterwegs, oder was? Ich bin auf der Suche nach einer starken Waffe. Wieso? Reicht dir dein Zeug nicht? Sie ist nicht für mich. Wenn du sie nicht aus Eigennutz haben willst, witterst du bestimmt dein Geschäft. Und wenn ich meinen Teil dazu beitrage, springt sicher auch etwas für mich dabei heraus. Du verkaufst mir also eine. Natürlich, es spricht ja nichts dagegen. Ja, gib her. Verkauf mir eine Waffe. Sicher, wenn du die Splitter dabei hast. Wie? Nein, ich will selber gucken. Ich möchte auch in die Stadt. Hast du es denn schon versucht? Nein. Da du kein Outlaw bist, würde ich es an deiner Stelle erst einmal versuchen. Wenn er dich wegschickt, dann komm wieder zu mir. Ich wüsste vielleicht, wie du hineinkommst. Das ist allerdings mit etwas Risiko verbunden. Och man. Ich würde gerne, also... Ich kenne den Typen nicht. Ich auch nicht. Wer ist das? Davon will ich gar nichts wissen.
Mit Dieben mache ich kurzen Prozess. Nee. Und da wirfst du direkt ihr Kettensägenschwert an. Erstmal was trinken. Ja, genau, erstmal was trinken. Wie soll das alles nur enden? I'm in space. Erstmal was trinken. Warum muss ich jetzt... Ja, also es ist eine Outlaw-Stadt, aber ich will halt wirklich mal sehen, was für eine Waffe ich da... Im Voraus schon, was für eine Waffe ich da kaufen kann. Da ist er selbst dran schuld. Ich überlege gerade, was mache ich jetzt? Gehe ich da einfach mal rein? Oder gehe ich erstmal an diese Brücke? Was sagt die Zeit? Oh nein, die Zeit ist nicht mehr. Wir gehen jetzt an die Brücke, Leute. Ich weiß gar nicht, wo er das jetzt genau ist. Er sagte irgendwo am Tal oder was? Nee. Sein Lieblingsort. Das ist hier. Am großen Aufzug. Alles klar. Das war da, wo, ja, der große Aufzug ist. Beziehungsweise habe ich da keinen Aufzug gesehen, um ehrlich zu sein. Oder ich habe nicht richtig hingeschaut. Aber hier soll es eine sehr, sehr coole Aussicht geben. Mal gucken. Habe ich mir noch gar nicht so angesehen. Da ist es. Oh, was? Mächtige Heilpflanze. Oha. Hä? Wieder ein ominöser Zettel. Warum liegen die überall? Das ist echt schick, wenn das jetzt nicht so neblig wäre. Aber da unten ist auch noch... Alter Schwede, ist das eine alte... Was könnte das gewesen sein? Das sieht aus vielleicht wie eine Holzfäller... Wie so ein Sägewerk, sagt man. Genau, nicht Holzfällerwerkstatt. Quatsch. Quatsch. Oh, da ist die Kiste, Duras. Ich darf nicht reingucken, aber ich mach's natürlich. Die versteckte Schatulle. Kann ich das überhaupt? Ich meine, ist das möglich? Ah. Was? Zerstörter Setzling? Der ehemalige Besitzer wusste wohl nicht, wie er mit ihm umgehen soll. Was? Duras? Ich habe Barins Versteck gefunden. Was genau hast du gefunden? Er verköttert mich. Hier, diese Schatulle. Sie scheint Barin zu gehören. Endlich. Her damit. Ups. Soll ich das sagen? In der Schatulle war dieser zerstörte Setzling. Verdammt! Ich hab dir doch gesagt, du sollst es nicht öffnen! Das ist der verschwundene Setzling aus der Mordnacht, oder? Egal. Und wenn schon. Okay. Was machst du jetzt damit? Das soll dich nicht weiter belasten. Ab hier werde ich den Fall wieder übernehmen. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Es wurde schon genug geredet. Aha, und wie geht's jetzt weiter? Ab hier ist für dich der Fall erledigt. Ich brauche deine Hilfe bei dieser Sache nicht mehr. Warte mal, warte mal. Ich glaube, ich komme so langsam dahinter. Tatsächlich? Dann lass mal hören. Ja. Soll ich? Ich glaube, da gibt's Ärger. Dann werden wir uns mit ihm hauen müssen. Fassen wir mal zusammen. Es kommt keiner der Verdächtigen für den Mord in Frage. Ach ja? Du hast gemeinsam mit Asko die Prüfung angetreten und Gegenstand eurer Prüfung war es, einen Setzling hochzuziehen und den Setzern zu übergeben. Einer der Setzlinge ist aber verschwunden und Ragnars Liebling, Asko, ist jetzt tot. Und? Was tut das zur Sache? Ganz einfach. Du bist Askors Mörder. Was? So ein Unsinn, dafür hast du keinen Beweis. Rock sagte, Asko war der einzige von euch Setzern, der lesen konnte. Trotzdem hast du die Prüfung bestanden. Das ist doch seltsam, oder? Soweit ich weiß, war das Lesen der Anweisungen Voraussetzung für die Prüfung. Du warst zur Tatzeit in Goliath und du bist stark genug, eine Leiche zu tragen. Mehr noch, du warst schon oft am Fundort der Leiche und du trägst ein Schwert. Du wolltest auch nicht, dass ich in die Schatulle sehe, weil du genau wusstest, was drin war. Ich glaube, du hast deine Prüfung versaut, danach Askors Setzling gestohlen und ihn dann aus dem Weg geräumt. So einfach ist das. Ich warne dich. Nein, gib es auf, Duras. Du hast Asko ermordet und versuchst es jetzt irgendwie Barin in die Schuhe zu schieben. Na und? Er hat es auch nicht besser verdient. Was klaut der Mistkerl auch meine Schatulle? Das ist offensichtlich deine Sicht der Sachlage. Jetzt, wo du es weißt, was machst du jetzt damit? Das werde ich entscheiden, wenn ich gründlich darüber nachgedacht habe. Was gibt's denn da zu überlegen? Wie auch immer. Außer dem Gestammel einiger Idioten da draußen hast du nichts gegen mich in der Hand.
Der zerstörte Setzling ist deiner, oder? Und wenn schon? Ganz offenkundig war das Aufziehen und Pflegen eines Setzlings ein Teil eurer Prüfung. Du kannst nicht lesen, also hast du die Anweisungen der Schriften deiner Ausbilder auch nicht umsetzen können. Asko hat gesehen, wie du den Setzling bei der Prüfung zerstört hast und drohte dir, dich zu verpfeifen. Da hast du ihn direkt noch vor der Kriegerhütte niedergestreckt und seine Leiche in den Wald verschleppt. Den Setzling verstecktest du in deiner Truhe in Goliath. Was Barin dazu brachte, vor ein paar Tagen in deinen Sachen zu wühlen, wird sein Geheimnis bleiben. Jedenfalls fand er dort den zerstörten Setzling, erkannte die Sachlage und stahl das Ding. So war es doch, oder? Du siehst eine Menge, Abtrünniger. Barin hat dich noch nicht erpresst, aber vielleicht kommt das ja noch. Barin und ich sind jedenfalls die Einzigen, die dich überführen können. Das sind zwei zu viel. Okay. Die Sache muss aus der Welt geschafft werden. Ragnar erwartet eine Antwort von dir. Und ich denke, das werde ich übernehmen. Was wirst du? Ich habe den Fall gelöst. Ich werde auch die Belohnung kassieren. Moment mal. Ich könnte ihm erzählen, dass der Mörder schon über alle Berge ist. Du könntest mich auch verpfeifen. Das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Du glaubst doch nicht, dass ich dich nach der Ansage zu ihm lasse. Dann zieh deine Waffe oder du vertraust mir. Du hast die Wahl. Na schön. Dann tu es, aber schnell. Je früher wir es hinter uns bringen, umso besser. Ich habe mich total geirrt. Ich fand ihn eigentlich mal ganz cool und jetzt auf einmal ist er der kaltblütigste Arsch, den er... Also, Kerl. Ich weiß ja nicht. Ich mach das jetzt gleich noch. Und ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich mich da jetzt nicht groß moralisch irgendwie einlassen möchte. Also von euch nicht, deswegen werde ich das diesen Part noch machen. Ich finde es generell ziemlich schäbig, wenn man Leute umbringt, die eigentlich... Ne? Klauen ist was anderes, verstehen wir uns nicht falsch. Ich bin absolut hier abseits des Gesetzes, also deren Gesetz, was auch immer die das, was auch immer das bedeutet. Oh, guck mal, das könnte ich jetzt mit Goldschmied. Aber man tötet nicht, das ist echt nicht fein, das ist nicht nett. Jemanden beklauen? Cool. Meiner Meinung nach. Auch nicht okay, aber nicht so schlimm wie tot. Ja? Sagen wir mal ehrlich. Mach's denn nicht, bitte. Du gabst dem Krieger Duras den Auftrag, den Mord an einem deiner Männer aufzuklären? So ist es. Und ich hoffe, dass er bald Ergebnisse vorweisen kann. Dieser Vorfall ist ein Verbrechen, das nicht ungesühnt bleiben darf. Er hat alle Bürger von Goliath schwer erschüttert. Der Mörder wird sein gerechtes Urteil erhalten. Wir hatten eine schöne Zeit. Ich kann dir über den Mörder von Asko erzählen. Was denn? Du? Dann raus damit. Was weißt du darüber? Ich werde nicht sagen, dass es Barin ist. Ich werde auch nicht sagen, dass der Mörder über alle Berge ist. Ich sage, Duras ist der Mörder. Duras selbst ist der Mörder. Sorry, Kumpel. Wie kannst du es wagen, mich? Schweig. Ich will wissen, was er vorzutragen hat. Kannst du diese schwere Anschuldigung auch beweisen? Du hast Duras erst kürzlich zum Krieger befördert. Doch er kann noch nicht einmal lesen. Askor ist ihm auf die Schliche gekommen. Da hat er ihn aus dem Weg geräumt. Was sagst du da? Da! Wie konnte ich nur so blind sein? Und ich selbst habe mich schon gefragt, warum er so lange braucht, um den Mörder zu finden. Gut, ich werde der Sache nachgehen. Wenn etwas dran ist an der Geschichte, dann werde ich es sicher bald herausfinden. Und danke für die Nachricht. Hier hast du was als Belohnung für die Auflösung des Falls. Na toll. Ich weiß. Ich hätte dich oben einige werden jetzt sagen, verhecken lassen sollen, du Verräter. Mag sein. Genau. Aber dafür ist es jetzt zu spät. Nur zu, ich habe nichts mehr zu verlieren. Lass mich nur mal. Hey, was? Was soll das denn jetzt? Nicht. Nee. Oh Gott. Warum visiere ich ihn nicht an? Jungs, könnt ihr mal Hilfe? Hilfe? Hallo? Tja. Ben. Komm her. Aha. Sorry, du warst. Du weißt, was gut für dich ist. Ey, ganz ehrlich. Du warst ein netter Kerl und du hast mir geholfen und alles, aber
So nicht, Freund. Was soll ich denn denken von dir, wenn du einfach deine Kollegen abstichst? Irgendwann bin ich auch dran, oder was? Nee, tut mir leid. Das geht so gar nicht. Duras wurde gerichtet. Das hat er gesehen, glaube ich. Nachrichten. Aber gut, dass es erledigt ist. Hier hast du deine Belohnung. Entschuldige, hätte er irgendwas geklaut? Nochmal. Ich hätte für ihn gelogen, kein Problem. Klauen? Okay. Aber Mord. Ich lüge doch nicht für jemanden, der einen Mord begangen hat. Würde ich bei meinem besten Freund nicht, ganz ehrlich. Ich würde ihm sagen, stell dich bitte. Ich werde für dich nicht lügen. Ich werde dich auch nicht irgendwie decken oder dir Unterschlupf gewähren. Nö. Gestehe den Mord, auch wenn es in der Selbstverteidigung war. Ja, das macht... Nein, da hört es auf. Keine Freundschaft bei sowas. Leute, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr könnt es verstehen, die Entscheidung, oder irgendwie auch nachvollziehen. Sagt mir mal, was ihr getan hättet. Auge zudrücken bei sowas. Oder einfach, ja, ihn auch killen, so wie ich. Oder gar nichts mehr darüber, kein Wort mehr darüber verlieren. Okay, alles klar, Leute. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns zu Elex. Likes und Kommentare gerne gesehen. Macht's gut.